Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Messenger. Wir sind endlich in den Ruinen. Ja. Besser. Wir sind endlich in den Ruinen. Nachdem wir jetzt endlich alle von diesen... wie hießen sie? Phobikins? Retten konnten. Alter, diese Dinger nerven so viel. Okay. Mehr ist das nicht? Schräg. Das heißt, das ist nur für das hier gut? Interessant. Aber warum? Was bringt mir das? Oh nee, 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 oh nee. Okay, also ich muss hier sowieso, ja. Das habe ich vergessen. Erwischt. Fast hätte ich es wieder vergessen. Mal aus reiner Neugier, aber nein, das ist das gleiche, okay. Hat mich nur interessiert, ah. Ich hasse die Dinger. Okay. Na dann. Ich würde sagen, ich teste zuerst mal aus. Was passiert hier genau? Ach, jetzt ist es eingeschalten. Okay. Nein, 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 nein. Oh. Mach mich doch nicht so nervös. Alter Schwede. Ah, okay, ich sehe schon. Gut, dann mach es halt so. Was ist das hier? Oh. Oh. Ja, mega cool. Thank you.
Unten oder oben? Oben. Ich will nur sehen, ob das nach einer Zeit wieder zugeht, aber nein, sieht ja nicht so aus. Oh, das kann ich steuern. Das ist ja cool. Ich meine, brauche ich jetzt überhaupt nicht, aber wenn ich schon hier bin, nehme ich mit. Mega cool. Feier ich. Oh nein. Ich muss nur... Ah, da rüber muss ich, okay. Okay, das geht. Ja, ich erkenne das Problem, was hier entstehen wird. Alter. Okay. Ja, ja. Okay. Ja, und nach unten komme ich wieder nur in der anderen Zeit. Naja. Die Frage ist jetzt... Okay, ich schätze mal, unten ist ein Bonus. Daher checken wir das mal als erstes. Au. Ist die Zeit begrenzt? Wie sieht nicht so aus? Komm ich doch nie. Da komme ich doch nie hin, oder? Ah, verstehe. Dass die Hebel hier nicht zeitbegrenzt sind, finde ich mega klasse. Und tada! Wir haben es fast. Ich glaube, es fehlen wirklich nicht mehr viel.
Ich wollte gerade sagen, die Frage ist halt nur, wie komme ich jetzt wieder zurück, aber das hat sich gerade übrigt. Wenn auch nicht auf eine angenehme Art, aber es hat sich gerade übrigt. Ist, sollte ich das in der anderen Zeit auch noch probieren? Aber offen habe ich jetzt so nichts, ne? Testen wir mal. Warum? Au! Warum ist er nicht gesprungen? Weil das hat keinen Sinn, weil hier kein Hebel ist. Okay, so weit, so gut. Nein, ja doch, kann ja mal. Genau, perfekt. Wunderbar. Mal kurz überprüfen. 3 Siegel. Yes! Da. Da ist nochmal 1. Da ist auch noch 1. Da fehlt uns noch 1. Ah ja, einmal muss ich noch in die Hölle. Ah ja, stimmt, das war das, was ich nicht aufbekommen habe. Das heißt, einmal muss ich noch in die Hölle zurück, aber jetzt sehen wir uns erstmal hier um. Ich finde die klasse. Au. Nice. Gibt es hier so viele unterschiedliche Wege? Ah, Moment. Gerade nach oben? Ja, aber komme ich da überhaupt hin? Geht sich das aus? Naja, doch. Das ist so eine mega coole Idee mit den Raketen. Das war so klar. Ich habe ein ganz mieses Gefühl.
Na gut. Hat besser funktioniert, als ich befürchtet habe. Ach man. Wenn er nur springen würde. Aber ich glaube, da bin ich irgendwie ein Pixel zu wenig, also zu spät oder so. Nice, das haben wir auch. Was ist hier? Ah, das ist mega cool hier. Das sieht doch einfach nur klasse aus. So. Durchkommen soll, aber gut. Dafür sind wahrscheinlich die Heilsachen. Ah ja, so ist es gedacht. Okay. Und ich mach's einfach so. Warum einfach, wenn es umständlich geht, ne? Ja, die fahren ganz zusammen, das heißt... sagen. Ich glaube, es ist besser, ich ignoriere den Fackeln einfach. Ah, verstehe. Was hier für ein Boss auf uns wartet. Ja, nee, ist klar, ne? Warum funktioniert das nie so, wie ich mir das vorstelle? Ich bin einfach, ich weiß nicht, zu ungeduldig. Glaube ich. Ach du Schande. Hat aber in Summe besser geklappt, als ich befürchtet habe. Oh. Oh, okay. Die Frage ist halt jetzt, gehe ich nach unten weiter oder gehe ich nach rechts weiter? Freaky. Der Hintergrund, ne? Okay, das hier wirkt... hier wirkt es eher so, als geht's weiter. Ich schaue mir zuerst das andere an. Das ist so ein klassischer Speicherpunkt, der bis jetzt immer vor Bossen war. Also mal sehen. Ah. Da geht's nicht mehr weiter runter, ne? Nee. Okay, wahrscheinlich irgendeine von diesen Kreaturen hier. Erinnert mich teilweise ein bisschen an so einen Tauchen oder sowas. Das ist die Größeren mit den Äxten. Ah, der Wurm will spielen.
Parmatassel. Parmatassel. Er kann dir nicht mehr helfen. Was? Unmöglich. Was ist los? Hat der König etwa Angst davor, selbst deinen Finger zu rühren? Genug. Du wirst für deine Unverschämtheit büßen. Mach dich bereit zu sterben, Ninja. Wir kämpfen wirklich gegen ihn? Au. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, um ehrlich zu sein, aber ist okay. Ah. Muss ich hier irgendwas machen? Oh, okay. Au. Ah, ich verstehe. Au. Au. Hm? Nein. Nein. Au. Mann, die sind... Bleibst du hier? Ah. Ja, ich habe vorher schon zu viel verloren. Boxen von den Flammen hier am Boden sind irgendwie... Au, tricky. Ach komm schon. Ja, er verwandelt sich. Was zum... Okay, das kam unerwartet. Kann ich die Dinger kaputt machen? Nee. Oh oh. Hatte ich nur... Ah, verstehe. Mega cool. Ich mag den Bosskampf. Der ist so cool. Ja, wir haben den Dämonenkönig besiegt. Das ist für mein Dorf. Du hast die Krone des Dämonenkönigs erhalten. Vielleicht weiß einer der Blaukutten etwas mit dir anzufangen. Das ändert gar nichts, Ninja. Der Zauber der Spieluhr ist immer noch stark. Der Fluch bleibt und deine Welt geht unter. Das sehe ich nicht so. Alter, ist das hoch.
Ah, jetzt sind wir hier, alles klar. Mit der Macht eines königlichen Dämonenrelikts wird der Architekt den Messenger in eben jene Zukunft schicken, die er zu verhindern sucht. Ist das nicht irgendwie dann schlecht? Ich meine hier nur. Nein, das wollte ich. Ah ja, das ist auch hier, okay. Eins fehlt uns noch. Okay, erst jetzt den Blaukuchen. Prophezeiung ist vom Architekten, das bist doch du, oder? Hey, möchtest du meinen Turm der Zeit-Herausforderung wiederholen? Nö. Ich. Ah. Der Abgrund starrt dich an. Zurückstarren? Ja. Yeah. Was zum. Was ist das hier für ein Ort? Ich spüre, dass sich ein paar meiner Schwestern vor Angst verstecken. Ich werde sie rufen. Sie können dir beim Durchqueren dieses verseuchten Reiches helfen. Danke. Yeah. Ihr sieht mich alles an. Wow, hier ist ja wirklich alles zerstört und irgendwie. Hier eigentlich auch eine Karte? Nee, war irgendwie klar. Aber gut, ich weiß gar nicht, wie viele Secrets könnte es hier geben. Verdammt, das war genau ein Schritt zu viel. Was hat das nur mit diesen riesigen Tentakeln im Hintergrund auf sich? Ist das ein Vieh oder sind das mehrere? Dann wechselt er. Ich muss auf jeden Fall auf den Untergrund verdammt aufpassen. Der ist fies. Gibt's da oben denn dafür auch irgendwas? Ja, da geht's weiter. Und hier nicht. Nee. Gibt es nach unten irgendwas? Theoretisch schon. Aber hier geht's in beide Richtungen nicht weiter. Nö. Nö. Ah.
ist es mir nicht wert. Mega cool, wie das hier aussieht, oder? Ja, hier ist nichts, okay. Man muss echt aufpassen. Nee, es sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Die einfach verschwinden. Das ist so seltsam. Aber mega, mega cool, also bin voll begeistert. Note! Du hast die Note des Mutes erhalten. Diese Note zeigt sich nur dem, der sich in das Unvorhergesehene wagen würde. Sie ist eine der Noten der Melodie, die den Fluch bricht. Und ich glaube, die letzte, die uns noch gefehlt hat. Oh oh. Bis zum... Was ist das für ein Vieh? Alter. Geh weg. Da darf man sich echt nicht viele Fehltritte erlauben, was? Aber Alter! Geh weg! Nein! Ah, Moment, da könnte ich auch das, den Haken benutzen, den Seilpfeil. Ja, geh weg! Alter! Geh weg! Okay, das ist echt, echt tricky. Kann das sein, dass ich die Gegner auch mit benutzen muss? Einfach um ein bisschen Vorteil noch rauszuschlagen. Ja, ich glaube, das könnte klappen. Mal sehen, wie weit. Aber Alter, geh weg. Geh
geh weg. Warum ist hier kein Ring? Oder ein Gegner? Alter. Wie schnell das auch näher kommt, ne? Ich hasse dich. Jetzt mach dich vom Acker, das gibt's doch nicht. Man entkommt ihm halt auch nicht wirklich, weil es sofort wieder aufholt. Ach komm schon. Warte mal. Die Dinger kann ich aufgucken? Ja. Die Dinger kann ich aufgucken. Das wusste ich nicht. Na dann. Warum? Warum hat er mir die Sprung... Da schon wieder, er hat mir die Sprungtaste nicht genommen. Aber warum nicht? Ich hasse dieses Level. Die Folge hat jetzt schon Überlänge. Und ich weiß nicht, wie lange ich an dem jetzt sitzen werde. Aber nicht, mache ich einfach eine zweite Folge. Okay, letzter Versuch. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann sehen wir uns nächste Folge wieder, würde ich sagen. Dann habe ich halt einen Cliffhanger drin. Mach dich vom Acker, du blödes Vieh. Nein! Okay, das war's. Ja, Leute, wie gesagt, hat jetzt schon Überlänge. Wir sehen uns dann an einem echt spannenden Punkt wieder, würde ich sagen. Und bis dahin, ciao, ciao.